Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um unsere Wickeltasche. Ihr habt es glaube ich schon im Titel gelesen. Ja, heute geht es um unsere Wickeltasche. Ich habe euch ja schon mal ein Video oder in einem Video gezeigt, was wir alles drin haben. Aber das war noch in der Schwangerschaft. Und dementsprechend wollte ich jetzt noch mal ein Video machen, ja, wie es nun wirklich mit 4 Monate altem Baby ist. Was wir alles dabei haben, wenn wir unterwegs sind. Und ja, ich wünsche jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, das ist also unsere Wickeltasche. Ich habe die euch ganz genau in dem anderen Video vorgestellt, was da alles bei ist. Aber ich kann ja mal sagen, die ist auf jeden Fall von Boohoo. Wir haben sie in komplett schwarz und drin ist sie so schwarz-weiß. Also schwarz mit weißen Punkten. Und ja, sonst sieht die eigentlich so aus. Das hier zieht man hier eigentlich nur durch die Lasche durch. Das ist bei uns aber immer auf, weil da kommt man schneller ran. Hier ist es schön dreckig. Nicht beachten. Aber genau, eigentlich sieht sie halt eben so aus. Hier haben wir noch den Tragebügel. Und das hier kann man auch als Wickelunterlage benutzen. Kann man hier hinten die Knöpfe einfach abmachen, hat man hier eine große Wickelunterlage. Und man kann das hier aber auch einfach wieder dran machen. Genau so. Und wir haben hier an der Seite 2 Taschen auf beiden Seiten. Dann haben wir hier ein großes Fach, hier ein ganz großes Fach und hier vorne noch ein kleines Fach. Also ich finde, die Wickeltasche ist wirklich groß genug. Gut, wir haben sie jetzt wirklich bis oben hin voll und es ist lange nicht alles drin, was wir brauchen. Aber es reicht auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch eine der größten Wickeltaschen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wir haben auch wirklich sehr, sehr viele Sachen dabei. Aber ich zeige jetzt einfach mal, was wir alles dabei haben. So, also, das ist wie gesagt unsere Wickeltasche. Hier vorne habe ich nichts drin. Tada! Und hier hinten habe ich meinen Mutterpass drin. Den brauchte ich das letzte Mal beim Frauenarzt, beim ersten Frauenarzttermin. Und deswegen war der jetzt da noch drin und deswegen habe ich ihn eigentlich immer da drin. Falls man den irgendwo mal braucht. Und dann habe ich hier unser U-Heft drin. Und zwar haben wir hier einmal die U-Heft-Hülle. So sieht die aus. Und da ist eben unser U-Heft. Also hier ist unser U-Heft, hier ist ihre Versicherungskarte. Und hier sind noch so wichtige Zettel, die wir vom Arzt bekommen haben. Eigentlich kommt hier noch ihr Impfpass rein, hier in dieses kleine Fach. Aber den hat die Ärztin jetzt schon wieder hier in das U-Heft reingesteckt. Eigentlich stecke ich den halt hier immer rein, dass wirklich alles komplett geordnet ist. Und das haben wir eben auch immer dabei, das Heft, weil das braucht man ja immer. Wenn man irgendwas mit der Kleinen ist, dann braucht man das. Und beim Kinderarzt ja sowieso. Und deswegen ist das hier immer drin. Und haben wir dann auch immer dabei, falls man auch einen Unfall baut oder so. Mein Gott, man will das ja nicht prophezeien, aber das ist auf jeden Fall immer hier hinten drin. Dann braucht man auch, wenn man einen Termin hat, nicht lange suchen oder so, sondern weiß immer, wo es ist. Ja, und dann geht es eigentlich weiter mit dem großen Fach. Hier an der Seite haben wir nämlich auch nichts drin, weil wir ja keine Flaschenkind haben und so. Genau, und jetzt würde ich sagen, fangen wir hier mit dem großen Fach an. Das Fach ist aufgeteilt in 4 kleine, ein großes und rechts und links sind noch so kleine Taschen. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der großen an, ganz in der Mitte. Da habe ich erstmal eine Mütze dabei. Ja, falls wir... Also die Kleine bekommt meistens keine Mütze an, wenn wir losgehen. Im Auto bekommt sie keine an. Und dann nehme ich immer eine mit, falls es mal irgendwo ein bisschen kühler ist oder wegen der Sonne und so. Habe ich eigentlich immer ein dünnes Mützchen dabei, je nach Wetterlage eben dünn oder dick. Ja, dann habe ich immer 2 Bodies dabei. Ich habe jetzt hier einmal diesen drin. Der ist von H&M, ist ein Langarm-Body. Und der andere ist hier unter. Der andere ist hier drin. Der ist auch von H&M, so ein Langarm-Body. Genau, 2 Bodies und eine Hose habe ich dabei. Denn es passiert so oft, dass die Kleine ja, sich entweder komplett vollspuckt oder die Windel ausläuft. Deswegen habe ich eigentlich immer dieses Basic-Set dabei. Also immer 2 Bodies, eine Hose oder ein Strampler oder sonstiges. Aber dieses Basic-Set ist eigentlich immer dabei, falls mal irgendwas ist. So, dann warst du schon mal an Klamotten eigentlich. Dann habe ich, also natürlich bekommt sie, wenn sie keine Jacke anhat,
nehmen wir noch eine Jacke mit. Und wenn sie eine Jacke anhat, eben nicht. Aber meistens hat sie keine Jacke an, wenn wir losgehen in der Babyschale. Und deswegen kommt die dann, die schmeißen wir eigentlich immer noch oben rauf, sozusagen. Dann habe ich hier eine Beißkette dabei. Ich kann sie eben schön drauf rumkauen und so. Und genau, das ist jetzt ganz neu bei uns, weil sie jetzt eben zahnt und deswegen ist das ganz praktisch. Und eine kleine Rassel zur Beschäftigung, weil sie manchmal doch ja, auch ganz schön Langeweile hat. Und dann einfach so eine kleine Beschäftigung, deshalb habe ich einfach diese Rassel dabei. Das sollte passen. Ja, dann habe ich natürlich mein Portemonnaie dabei. Das nimmt auch ganz schön viel Platz weg. Das hat Felix mir zu Weihnachten geschenkt letztes Jahr. Frag mich nicht, woher das ist, er verrät es mir nicht. Deswegen kann ich euch das leider nicht sagen. Aber ja, habe ich von ihm zu Weihnachten bekommen. Dann habe ich drei Halstücher dabei. Einmal dieses hier. Da steht sogar ihr Name drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Genau. Lia steht drauf. Dann habe ich noch dieses hier dabei. Und einfach so ein Graus dabei. Die müssen jetzt für mich nicht passen zum Outfit oder was der Geier. Das ist wirklich nur, dass man es immer austauschen kann. Weil wenn sie einmal spuckt, sind die komplett durch. Und dann wechsle ich das direkt schnell und dann, genau, habe ich immer drei dabei. So, dann habe ich einen Schnuller dabei, obwohl wir den gar nicht brauchen. Aber ich habe ihn irgendwie immer dabei, falls man ihn doch irgendwann braucht. Worst case und so. Aber eigentlich braucht man den nicht, weil sie nimmt keinen Schnuller. Dann habe ich ein Haarband dabei. Das habe ich selber genäht und ja, habe ich eigentlich auch immer dabei, obwohl wir es noch nie benutzt haben. Dann habe ich eine kleine Nivea-Creme dabei. Falls man mal die Lippen zum Beispiel, bei mir ganz schlimm die Lippen eincremen möchte oder irgendwas anderes, habe ich die einfach immer dabei. Die hatte ich auch damals in meiner Handtasche dabei und deswegen ist die auch hier immer dabei. Und dann habe ich noch solche Tücher dabei. Das sind Reinigungstücher, Gesicht und Hände. Die haben wir jetzt so noch nicht gebraucht. Die liegen einfach schon seitdem da unten drin. Und wir benutzen eigentlich immer, wenn wir irgendwas abwaschen wollen, immer die ganz normalen Feuchttücher, die ich ja dabei habe. Aber ich denke, wenn die Kleine später anfängt mit Essen oder so, dass man die auf jeden Fall ganz gut gebrauchen kann. Deswegen lasse ich sie einfach drinne. Und falls ich mal irgendwo bin, wo ich mal irgendwas langwischen muss, klar, ich habe auch Feuchtigkeit dabei, aber ich lasse sie einfach mal drinnen. Ja, schaden dir nicht. So, das große Fach ist leer. Ich sehe hier gerade noch, ich habe noch Fäustlinge drin. Die können raus. Die brauchen wir nicht mehr. Gut. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den vier großen Fächern. So, ein Spucktuch haben wir auch immer dabei. Das schmeiße ich aber auch eigentlich immer nur oben drauf. Oder es liegt in der Babyschale. Aber haben wir auch immer dabei. Und was ich auch eigentlich immer dabei habe, ist ein großes Spucktuch, so ein 1 Meter mal 1 Meter zum Stillen. Das kann ich mir so überwerfen. Das liegt eigentlich auch immer hier drin, die beiden. Ich habe leider nur zwei, sind aber leider in der Wäsche derzeit. Und deswegen benutze ich jetzt immer die kleinen Spucktücher zum Überwerfen. Aber ist halt eigentlich auch immer mit da drin. So, jetzt geht es aber wirklich los mit den vier großen Fächern. Ihr seht die hier schon, wir haben hier also, ne, vier große Fächer und die habe ich auch wirklich alle gut genutzt. Und so haben wir hier erstmal eine Wickelunterlage. Das sind diese ganz normalen Einmal-Wickelunterlagen. Die finde ich super praktisch. Die haben wir auch hier zu Hause, also einmal am Wickeltisch und auch unten im Wohnzimmer. Klar, man könnte auch ein Handtuch nehmen. Aber ein Handtuch, da geht die Pipi halt durch, wenn sie halt wirklich mal, also die Kleine piescht total oft, wenn ich sie wickele. Dann piescht sie einfach los. Und das geht ja durch ein Handtuch durch. Und hier geht es nicht durch, wegen dem Plastik sozusagen. Und deswegen finde ich die so genial. Genau. Also die haben wir immer dabei. Die habe ich jetzt gerade frisch ausgewechselt, weil die letzte leider beschmutzt war. So, da kam mal eben die Nachbarin zu Besuch. Also, die haben wir eigentlich immer dabei. Die habe ich gerade frisch ausgewechselt, weil sie, wie gesagt, beschmutzt war. Hier, dann habe ich Windelbeutel. Die ganz normalen von Rossmann und die sind wirklich richtig praktisch. Also da tue ich sowohl ihre vollgekotzte und vollgekackte Windel, Klamotten rein, wenn die dreckig sind und packe sie hier rein, als auch die vollgekackten Windeln. Und ja, sehr, sehr praktisch, wenn man irgendwo ist. Also die hat sich schon sehr, sehr bewährt. Dann habe ich immer solche Reinigungstücher hier mit. Hygienetücher von Mam für zum Beispiel Schnuller und Spielzeug, falls es mal runterfällt.
Oder allgemein zum Abwischen, so eine Probepackung. Wirklich sehr praktisch, falls irgendwas mal runterfällt oder so. Aber auch, hat sich auch schon sehr bewährt, so ganz normale Desinfektionstücher. Hier, falls man mal irgendwo wickelt im öffentlichen Wickelraum, wische ich das einmal komplett ab. Oder sprühe das einmal komplett ab mit so einem Hygienespray. Und dann wische ich einmal mit dem Feuchttuch noch einmal so lang. Genau, hat sich alles auch schon sehr, sehr bewährt. Dann habe ich noch Stilleinlagen dabei natürlich. So, dann habe ich hier eine Brustwarzensalbe, obwohl ich die eigentlich auch gar nicht brauche derzeit. Die war damals ganz präsent, ganz wichtig, als wir angefangen haben mit dem Stillen, aber jetzt brauche ich die eigentlich gar nicht mehr. Oh, was habe ich hier noch? Eine Handcreme habe ich noch dabei. Und eine Pflegecreme für Babys habe ich auch noch dabei. Und Sebamed. Ja, falls man mal irgendwie was braucht zum Eincremen oder so. Man weiß ja nie, wie lange man irgendwo ist, ne? So, hier im nächsten kleinen Fach habe ich einmal unsere Sonnencreme dabei. Für die Kleine. Da haben wir diese hier. Das war total schwer, da irgendwie die passende zu finden. Von der sind wir jetzt ganz zufrieden. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentar schreiben, ob ihr gute Sonnencremes für Babys kennt. Genau, ich habe jetzt die einfach von Rossmann mitgenommen. Und dann habe ich noch eine Sonnencreme für uns. Die ist zwar auch für Kinder, aber die benutzen wir eher für uns. Für uns Erwachsenen, falls wir mal irgendwie unterwegs sind und die Sonne total brennt. Dass man da auf jeden Fall was dabei hat, weil wenn wir, also zum Beispiel ganz oft auf dem Flohmarkt, wenn wir losfahren, ist es noch nicht so heiß, aber wenn wir dann auf dem Flohmarkt sind, knallt die Sonne ganz schön und deswegen habe ich das immer gerne dabei. Dann zum nächsten Fach haben wir einmal Feuchtiger. Da habe ich jetzt die hier und von denen sind wir überhaupt nicht überzeugt. Das sind die Rossmann Feuchtücher mit 99,9% Wasser. Ja, jetzt sind wir wie gesagt nicht zufrieden. Die sind nämlich einfach viel zu trocken. Aber ich habe direkt das große Set gekauft, also das Vierer-Set von denen. Und das ist jetzt die letzte Packung, die brauchen wir jetzt nochmal auf. Und dann werden wir die auf jeden Fall nicht nochmal kaufen, weil wir da einfach überhaupt nicht zufrieden sind. Aber ich wollte nochmal so ein Video machen über Dinge, also Babypflegebedarf. Was wir schon alles getestet haben, wo wir zufrieden sind, wo wir nicht zufrieden sind, da könnt ihr ja mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr daran Interesse habt, weil ich habe da total Lust drauf, euch da ein bisschen meine Erfahrungen näher zu bringen. So, und dann habe ich nur noch Windeln hier, 5 Stück habe ich jetzt hier dabei. Die habe ich auch eigentlich mal mindestens dabei. Und da benutzen wir die ganz normal von Rossmann, gerade Größe 3. Und die habe ich hier, wie gesagt, immer dabei. So. Und sonst war es das auch. Ich habe hier vorne nichts mehr drin. Das war unsere Wickeltasche, Leute. Mehr ist da eigentlich gar nicht drin. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bei euch noch so drin ist. Ob da irgendwelche anderen Sachen noch drin sind. Ob ihr irgendwas vergessen habt oder so. Also wir haben sie jetzt halt, wie gesagt, so im Bedarf. Und eigentlich fehlt immer nichts. Klar, sie ist nicht immer hundertprozentig vollgepackt. Zum Beispiel habe ich sie jetzt gerade frisch gepackt hier für euch. Aber gestern waren wir zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs. Und da ist halt einiges, benutzt worden. Also wir hatten nur noch eine Windel drin zum Beispiel. Wir hatten halt die Wickelunterlage war halt voll gepiescht. Die musste ich halt auswechseln. Dann hatten wir keine Bodies mehr, weil sie die brauchte an dem Tag. Also das habe ich jetzt einfach alles aufgefüllt. Aber sonst fehlt uns eigentlich gar nichts. Und wir sind auch sehr zufrieden so mit der Packung, sage ich mal. Stuhlei jetzt zum Beispiel, den nehme ich jetzt raus. Den brauchen wir wirklich einfach gar nicht. Und halt die Fäustlinge, die da irgendwie in der Ecke noch lagen, kommen jetzt auch einfach raus. Aber ihr könnt ja gesagt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob noch was fehlt, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt, was da reingehört. Und sonst wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!